Zum Thema Skalarprodukt in der Ebene. Wir starten sofort mit einer Einleitungsaufgabe aus der Physik. Wenn ein Körper von A nach B gebracht wird und das durch eine Kraft F, die parallel zum Weg D wirkt, so rechnet der Physiker die verrichtete Arbeit W durch diese Formel W gleich F mal D. Arbeit gleich Kraft mal Weg. Der Weg wird in Meter ausgedrückt, weil es ja eine Länge ist. Die Kraft F wird in Newton ausgedrückt, zu Ehren des englischen Physikers und Mathematikers Sir Isaac Newton. Und die Arbeit W, W wie Work, die Arbeit W wird in Joule ausgedrückt, zu Ehren des englischen Physikers James Prescott Joule. Aber wie rechnet der Physiker die Arbeit, die eine Kraft F verrichtet, wenn sie nicht parallel zum Weg wirkt? Dann setzt der Physiker das Skalarprodukt ein, Skalarprodukt, das wir jetzt sofort definieren. Angegeben werden zwei Vektoren U und V in der Ebene und wir zeichnen sie mit dem gemeinsamen Ursprung. Das Skalarprodukt von diesen zwei Vektoren U und V wird definiert durch U Skalar V. Wir lesen U Skalar V und nicht U mal V. Also U Skalar V, das ist die Zahl U, Länge vom Vektor U, mal die Zahl V, Länge des Vektors V, mal Cosinus des Winkels Alpha, den diese beiden Vektoren U und V bilden, wenn sie denselben Ursprung haben. Wenn einer der beiden Vektoren U und V der Nullvektor ist, dann bilden sie gar keinen Winkel Alpha und dann ist diese Definition ungültig. In diesem Falle definiert man das Skalarprodukt als die Zahl 0, also das Skalarprodukt von U und V, das ist die Zahl 0, wenn mindestens einer der beiden Vektoren der Nullvektor ist. Jetzt nehmen wir das etwas genauer unter die Lupe, dieses seltsame Skalarprodukt. Also erstellen wir einige Eigenschaften zum Skalarprodukt. Dazu brauchen wir eine beliebige reelle Zahl R und drei beliebige Vektoren der Ebene U, V und W. Die erste Eigenschaft ist seltsam, aber dieses Skalarprodukt ergibt eine reelle Zahl. Eine reelle Zahl wird auch Skalar genannt, deshalb nennt man dieses Produkt der beiden Vektoren das Skalarprodukt. Also wenn wir diese zwei Vektoren so multiplizieren, dann ist die Antwort eine Zahl, ein Skalar. Denn hier, das ist die Zahl U mal die Zahl V mal die Zahl Cosinus Alpha. Das Produkt von drei Zahlen ergibt eine Zahl. Und in diesem besonderen Fall ist das Skalarprodukt definiert als die Zahl 0. Dieses Skalarprodukt ist selbstverständlich kommutativ. So wie es hier definiert ist, da diese beiden Zahlen vertauscht werden können, ist das Skalarprodukt kommutativ. Die Eigenschaften 1 und 2, die sind evident durch die Definition. Eigenschaft 3. Wenn man den Vektor U mit der reellen Zahl R multipliziert, dann ist das Ergebnis ein Vektor. Und dieser Vektor kann dann mit dem Vektor V skalar multipliziert werden. Das Ergebnis ist eine Zahl. Hier rechts vom Ist-Zeichen steht zuerst mal zwischen Klammern das Skalarprodukt der Vektoren U und V. Das Ergebnis ist eine Zahl und diese reelle Zahl kann dann mit der reellen Zahl R multipliziert werden. Das Ergebnis ist auch eine reelle Zahl. Links steht also insgesamt eine reelle Zahl und rechts auch. Anscheinend sind diese zwei reelle Zahlen gleich. Das heißt, man kann hier anscheinend diese Klammern einfach verschieben. Dann nennt man das aber keine einfache Assoziativität, denn in dieser Formel sind drei verschiedenartige Produkte. Das nennt man dann eine gemischte Assoziativität.
Diese Eigenschaft werden wir genauestens beweisen, und zwar indem wir unter drei Fällen unterscheiden. Wir unterscheiden je nach dem Vorzeichen dieser reellen Zahl r. Wir werden die Formel überprüfen, wenn r 0 ist, wenn r streng positiv ist und wenn r streng negativ ist. Legen wir los mit dem einfachsten Fall, denn wenn r 0 ist, dann ist die Formel okay. Wieso? Egal welcher Vektor mal die Zahl 0, das ergibt den Nullvektor. Und der Nullvektor skalar multipliziert mit dem Vektor v, das ergibt durch den zweiten Teil der Definition die Zahl 0. Also links steht die Zahl 0. Jetzt rechts. Wenn wir u und v skalar multiplizieren, dann ist das Ergebnis eine Zahl. Und jede reelle Zahl multipliziert mit der Zahl 0 ergibt 0. Links steht 0, rechts steht auch 0, also ist die Formel in diesem Fall okay. Was ist, wenn die Zahl r streng positiv ist? Zeichnen wir zuerst einmal die Situation. Hier ist der Vektor u, da ist der Vektor v. Sie haben denselben Ursprung und bilden so den Winkel alpha. Wenn die Zahl r streng positiv ist, dann hat der Vektor r mal u genau denselben Richtungssinn wie der Vektor u. Und diese Formel hier ist dann sehr einfach wie folgt zu beweisen. Wir starten vom linken Teil der Formel, also r mal u skalar v. Durch die allgemeine Definition ist das die Länge des ersten Vektors, also r mal u, mal die Länge des zweiten Vektors, also v, mal Cosinus des Winkels, den diese beiden Vektoren bilden. Der Vektor r mal u bildet mit dem Vektor v den Winkel alpha, also mal Cos alpha. Das hier ist das Produkt von vier reellen Zahlen und das Produkt der reellen Zahlen ist assoziativ, also darf man diese Klammern dahin verschieben. Warum genau dahin? Ja, weil das, was zwischen Klammern steht, genau das Skalarprodukt von u und v ist. Also, das, was hier zwischen Klammern steht, das ist u skalar v. Wir sind von links gestartet und sind am rechten Teil der Formel angekommen. Das heißt, in dem Fall, wo r streng positiv ist, haben wir die Formel bewiesen. Jetzt der dritte Fall, wenn r streng negativ ist. Wenn die Zahl r streng negativ ist, dann sind die Vektoren u und r mal u entgegengesetzt. Stellen wir uns vor, das ist der Vektor u und das hier ist der Vektor minus 2 mal u. Der ist dann dem Vektor u entgegengesetzt. Und somit bilden die Vektoren r mal u und v nicht den Winkel alpha, sondern den Winkel 180 Grad minus Alpha. Diese Formel ist auch in diesem Fall sehr einfach zu beweisen. Wieder starten wir vom linken Teil, RU skalar V. Die Definition besagt, dieses Skalarprodukt, das ergibt die Länge des ersten Vektors, aber Vorsicht, diese Länge ist nicht R mal U, denn R ist ja streng negativ. Also müssen wir als Länge die Zahl minus r mal u nehmen. U, das ist die Länge des Vektors u, die Zahl ist positiv. Die Zahl r, die ist streng negativ. Also ist minus r streng positiv. Schauen wir hier im Beispiel. Hier sieht es ungefähr so aus, als wäre dieser Vektor minus 2 mal Vektor u. Die Länge von minus 2 mal u, das ist nicht minus 2 mal u, sondern 2 mal u. Also minus minus 2 mal u. Daher dieses Minus. Wenn man vor diese streng negative Zahl r noch ein Minus setzt, dann ist das Ergebnis streng positiv. Das hier ist also die Länge des ersten Vektors. Jetzt nochmal zum Skalarprodukt. Dieses Skalarprodukt, das ist die Länge des ersten Vektors, also minus r mal u, mal die Länge des zweiten Vektors, also v, mal Cosinus des Winkels, den diese beiden Vektoren bilden. Der Vektor r mal u bildet mit dem Vektor v diesen Winkel 180 Grad minus Alpha. Wir schauen jetzt im trigonometrischen Kreis und erkennen deutlich,
Der Cosinus von 180 Grad minus Alpha, das ist genau dasselbe wie minus Cosinus von Alpha. Dieses Minus darf in diesem Produkt nach vorne und die beiden Minuszeichen sind dann weg. So bleibt noch das Produkt von vier reellen Zahlen R, U, V und Cos Alpha. Es bleibt dieses Produkt. Das Produkt von reellen Zahlen ist aber assoziativ. Das heißt, wir dürfen da Klammern hinsetzen. Und wieder das, was zwischen Klammern steht, das ist genau das Skalarprodukt von U und V. Und somit haben wir die Eigenschaft 3 auch im dritten Fall bewiesen. Eigenschaft 4. Das Skalarprodukt ist distributiv gegenüber der Vektorenaddition. Das heißt, durch dieses Skalarprodukt kann man den Vektor U auf V und auf W verteilen. U Skalar V plus W, das ist U Skalar V plus U Skalar W. Diese Eigenschaft nennt man die Distributivität des Skalarproduktes gegenüber der Vektorenaddition. Und um diese Eigenschaft zu beweisen, brauchen wir etwas Platz und machen das auf dieser Seite hier. Wir werden hier also die Distributivität des Skalarproduktes gegenüber der Vektorenaddition beweisen. Angegeben werden die drei Vektoren U, V und W. Ich habe sie hier gezeichnet mit demselben Ursprung. Das sind drei beliebige Vektoren und wir werden jetzt vom linken Teil starten und mit ein wenig Trigonometrie werden wir am rechten Teil ankommen. Das machen wir wie folgt. Den Vektor W, den darf man zeichnen, wo man möchte. Man darf ihn also auch zeichnen, sodass V und W aufeinanderfolgend sind. Das machen wir hier auch. Wir zeichnen den Vektor W hier. Dann kann ich den da wieder wegnehmen. So. Und jetzt versehen wir die Anfangs- und Endpunkte dieser drei Vektoren mit Namen. Diesen Punkt nennen wir A, Endpunkt von U nennen wir B. A ist auch der Anfangspunkt von V, seinen Endpunkt nennen wir C. C ist auch der Anfangspunkt von W und dessen Endpunkt nennen wir D. Somit können wir dieses Skalarprodukt anhand dieser Buchstaben umschreiben und zwar so. Vektor AB Skalar Vektor AC plus Vektor CD. Aber AC und CD, die sind aufeinanderfolgend. Das haben wir ja so gewollt. Also AC plus CD, diese Summe ergibt den Vektor AD. So, wir zeichnen diesen Vektor AD, da ist er auch schon. Und die beiden Vektoren AB und AD, die haben denselben Ursprung. Sie bilden diesen Winkel, nennen wir den Winkel mal Alpha. Und dieses Skalarprodukt ergibt also die Länge von AB mal die Länge von AD mal Cosinus dieses Winkels Alpha. So, jetzt konstruieren wir von D aus die Senkrechte zur Strecke AB. So, und erhalten somit hier dieses Dreieck AED. Und in diesem Dreieck AED gilt, der Cosinus von diesem Winkel Alpha, das ist die Ankathete AE, geteilt durch die Hypotenuse AD. Cosinus von Alpha ist also AE geteilt durch AD. Jetzt setzen wir diese Zahl AD, die rechts teilt, noch links rüber, wo sie multiplizieren wird. Und so erkennen wir, dass AD mal Cos Alpha dasselbe ist wie AE. Also dürfen wir hier AD Cos Alpha ersetzen durch AE. Dann tun wir das auch, ist gemacht. Jetzt zeichnen wir die Senkrechte zur Strecke AB, die den Punkt C enthält. Also von C aus zeichnen wir die Senkrechte zur Strecke AB und nennen diesen Punkt hier F. Dann können wir sagen, die Länge von A bis E, das ist dasselbe wie die Länge von A bis F,
plus die Länge von F bis E. Also die Länge AE kann ersetzt werden durch Länge AF plus Länge FE. Und hier haben wir das Produkt von zwei reellen Zahlen. Die Multiplikation der reellen Zahlen ist distributiv gegenüber der Addition der reellen Zahlen. Also, da das alles reelle Zahlen sind, dürfen wir diese Distributivität anwenden. Ist gemacht. Jetzt machen wir Folgendes. Den Vektor AB, den kann man auch zeichnen mit Ursprung C. Das sieht dann so aus. Und jetzt verlängern wir diese Strecke bis zu diesem Vektor hin, so, und stoßen dann da oben auf diesen Punkt, den wir mal G nennen. Dieser Abstand zwischen C und G ist selbstverständlich derselbe wie der zwischen F und E. Also dürfen wir dieses FE ersetzen durch CG. Das tun wir auch, ist gemacht. Jetzt konzentrieren wir uns auf dieses rechtwinklige Dreieck AFC. Auf dieses Dreieck da. Und diesen Winkel hier, Winkel zwischen AF und AC, den nennen wir mal Beta. In diesem Dreieck gilt, der Cosinus vom Winkel Beta, das ist die Ankathete geteilt durch die Hypotenuse. Also der Cosinus vom Winkel Beta, das ist die Ankathete AF geteilt durch die Hypotenuse AC. Und hier setzen wir auch diese Zahl AC, die rechts teilt, links rüber, wo sie dann multiplizieren wird. Und somit erkennen wir, dass AC mal Cos Beta dasselbe ist wie AF. Also dürfen wir hier dieses AF ersetzen durch AC Cos Beta. Das tun wir auch. Ist gemacht. Wir haben hier nur dieses AF ersetzt durch AC Cos Beta. Das durften wir, weil wir ja bewiesen haben, dass die zwei Zahlen gleich sind. Jetzt noch CG. Dazu konzentrieren wir uns auf dieses Dreieck CGD. Ich färbe es mal und in diesem Dreieck, das rechtwinklig ist, nennen wir diesen Winkel hier, Winkel zwischen CG und CD, den nennen wir mal Gamma. In diesem rechtwinkligen Dreieck gilt, der Cosinus von Gamma, das ist diese Ankathete, geteilt durch diese Hypotenuse. Also in diesem Dreieck gilt, der Cosinus von Gamma, das ist die Ankathete CG, geteilt durch die Hypotenuse CD. Und auch hier setzen wir die Zahl CD links rüber, wo sie multiplizieren wird. Also erkennen wir, dass die Zahl CG genau dieselbe ist wie CD mal Cosinus von Gamma. Also dürfen wir hier diese Zahl CG ersetzen durch CD cos Gamma und tun das auch. Jetzt betrachten wir mal ganz genau, was hier steht. Der erste Term ist die Länge von AB mal die Länge von AC mal Cosinus von Beta. Dieses Produkt ist also die Länge des Vektors AB mal die Länge des Vektors AC mal Cosinus des Winkels Beta, den diese beiden Vektoren AB und AC bilden. Also das, was da steht, das ist nichts anderes als das Skalarprodukt von AB und AC. Jetzt der zweite Term. Hier steht Länge von AB, also von diesem Vektor. Das ist aber auch die Länge von dem Vektor da oben, da das ja auch der Vektor AB ist, nur eben mit Ursprung C. So hatten wir den eben konstruiert. Also hier steht Länge dieses Vektors mal die Länge des Vektors CD mal Cosinus des Winkels Gamma, den diese beiden Vektoren bilden, wenn sie denselben Ursprung haben. Und sie haben denselben Ursprung. Also das, was da steht, ist nichts anderes als AB Skalar AC. Und das, was da steht, ist nichts anderes als AB Skalar CD. Dann schreiben wir es hin. Und jetzt kehren wir zurück zu unseren Vektoren U, V und W. Denn der Vektor AB, von da bis da, das ist der Vektor klein u.
Der Vektor AC, das ist der Vektor klein v. Und der Vektor AB, gut, das ist der Vektor U. Und Vektor CD, das ist der Vektor klein w. Also können wir hier zurückkehren zu unseren Ursprungsvektoren U, V, U und W und haben somit die Distributivität des Skalarproduktes gegenüber der Vektorenaddition bewiesen. Fassen wir unsere neuen Erkenntnisse über dieses Skalarprodukt in der Ebene zusammen. Das Skalarprodukt zweier Vektoren in der Ebene wird definiert als Skalar. Es ist die Länge vom ersten Vektor mal Länge vom zweiten Vektor mal Cosinus des Winkels, den sie bilden, wenn sie denselben Ursprung haben. Oder es ist die Zahl 0, wenn mindestens einer der beiden Vektoren der Nullvektor ist. Dieses Skalarprodukt hat mehrere Eigenschaften. Vier ganz wichtige sind hier nochmal zusammengefasst. Die erste, das Skalarprodukt ist ein Skalar, eine reelle Zahl. Die zweite, das Skalarprodukt ist kommutativ. Die dritte, wir haben hier diese gemischte Assoziativität. Und die vierte, das Skalarprodukt ist distributiv gegenüber der Vektorenaddition.